Hallo und herzlich willkommen zu einem Bendix Let's Play. Bendix spielt Wizard 101. Das habe ich mittlerweile schon gut eingeübt. Wie auch immer. Wir müssen heute mit, beziehungsweise müssen jetzt mit Viktor Finsterwald reden. Wegen einer Lösegeldforderung und Sirius Drake. Wie auch immer, ich soll einen Zettel rumbringen. Das ist ja eigentlich auch nur dummes Gelaufen durchs Level. Ein bisschen, naja, sinnlos halt. Ah, eine Nachricht von Professor Drake. Der Händler holt einen... Bitte sehr, Professor Drakes Wäsche. Frisch gewaschen und gebügelt. Schleif sie nicht einfach hier her. Es ging die ganze Zeit nur um Professor Drakes Wäsche. Die hat Wäsche gewaschen und darum gibt es eine Lösegeldforderung oder sowas. Ich werde vollkommen bekloppt. Mein Gott, kein Mensch versteht das. Ich gehe jetzt zu Sirius Drake und bringe ihm seine angebliche Wäsche. Die existiert ja nicht mal, beziehungsweise... die trage ich ja nicht wirklich mit mir herum. Und naja. Es frustriert. Und es ist verdammt kompliziert. Warum will die denn mit mir sprechen? Kannst du dich bei Herrn Adebar nach meiner Einschreibung erkundigen? Danke. Mein Gott, wie redest du? Wie redet sie? Kannst du bei Herrn Adebar nach meiner Einschreibung gucken? Danke. Also. Echt. So. Jetzt gehe ich zu Sirius Drake und der kriegt frisch gewaschene Wäsche. Die ich auch voll mit mir rumtrage. Wie der auch so ärgerlich mit seinem Zauberstab da so immer wieder haut. Das ist auch voll unrealistisch. Der guckt immer so nach vorne, obwohl ich hier hinten bin. Und eventuell in seinen wertvollsten und geheimen Sachen rumkrabe. Stellt euch das mal vor. Oh, Sirius Drakes Tagebuch. Und dann guckt man nach hinten. Ist immer noch so. Wie auch immer, dann wollen wir mal mit diesem Wicht das sprechen. Hat aber gedauert. Was ist denn nur für ein... Professor Drake schüttelt vor... Du sorgst dich immer noch um diese verschwundenen Schüler. Was für verschwundene Schüler überhaupt? Bring diese Nachricht zum Schulleiter. Das sollte mir den Ärger vom Halse schaffen. Hey, warte mal. Schulleiter und sowas. Jetzt wird mir einiges bewusst. Das ist eine ziemliche Nachmacherei von Harry Potter. Generell, also nicht nur wegen dem, aber... Ach, was... Ist da das Bild geschlichen? Hä? Ach, egal. Jedenfalls würde ich mal gerne von euch hören. Also wie man so... Wie soll ich sagen? Sowas redet. Also wie man generell selber Nachrichten und sowas gibt. Warte mal. Die haben gerade eben irgendwie wie geschrieben, du bist du schwul oder sowas? Oder? Ich sollte mich nicht ins Gespräch einmischen und ich weiß aber, naja. Ach ja, das ist normales Zeug. Das heißt, jetzt kann es mich nicht mehr interessieren. Wenn XD oder sowas geschrieben wird, was ja dieses verkrampft lachende Gesicht ist, dann... Das ist alles gut. Also, alles gut, meistens. Ah, schön, dich zu sehen. Du hast eine Nachricht für mich. Der Schulleiter liest. Ich werde die... Ich, Drake, bringt uns hier... Ich habe diesen Trank extra für Rinden. In letzter... Der Schulleiter... Bringe den Trank rüber zu... Meine... Schau, was passiert. Merke so, dir gut, was er sagt. Ich gehe... Und schon wieder muss ich einfach nur sinnlos rumgehen und habe angeblich einen Bart... ich meinte, Trank bei mir vor einem Baum... namens Rindenbart. Dieses Spiel ist wahrlich nicht das realistischste, das ist definitiv nicht. Aber das ist vollkommener Quatsch. Einen Trank vor einem Baum namens Rindenbart. Und währenddessen fliege ich auf einem Drachen durch eine Zauberstadt. Durch einen Tunnel zum Zyklopen. Hä? Ich kapiere gar nichts mehr. Ich sollte zu diesem Baum und hier würde es lang gehen. Aber das war dann letztendlich Quatsch. Vor allem, weil der Baum ja eigentlich, glaube ich, bei den Schulen ist.
Wobei Rindenbart, die Bäume haben ja auch immer einen passenden Namen zu ihren, naja, nicht Aktivitäten, sondern ja, zu ihrer Schule. Und ja, das, dann dachte ich, dass ich weiß selber gar nicht, was ich sagen wollte. Oh, jetzt habe ich das da und davor habe ich die Angriffsverstärkung gemacht für. Komm. Wenn das hier nicht der Weg ist, dann sollte ich mal schleunigst abhauen. Wenn der tot ist. Was er ja jetzt auf jeden Fall ist. Was ich wohl kriege? Wuhu, eine Schoko-Erdbeere. Yum. Oh nein, das hier ist tatsächlich der Weg dahin. Bürgersteig. Wo ist denn wenigstens dieser Baum? Hey, eine alte Grotte. Da gehe ich später auf jeden Fall mal rein. So. Ja, voll unrealistisch. Hier laufen die ganze Zeit Trolle rum. Und ein Zyklop. Oh nein. Jetzt habe ich mich noch in den Kampf verwickelt. Oh, verdammt. Voll unrealistisch, dass der da hinten auch einfach so tatenlos zuguckt. Der steht so. Wobei, vielleicht ist das so auch nach dem Prinzip wie beim. Wie heißt nochmal? Ach ja, der. King Elizabeth Palace. Nein, Quatsch. Wie heißt er noch? Dieser eine Palace in England. Da gibt es ja auch diese Wachen und. Ja, vielleicht ist es auch nach dem Prinzip. Wobei, kann ja nicht sein, ich laber auch manchmal mit diesen Wächtern und das dürfen sie ja da in England bei diesem Job auch nicht. So, dann rede ich mal mit dir. Hä? Ach nein, dann. Ach so, ja, stimmt. Ich muss mit diesem seltsamen Baum reden. Wo ist er denn? Hä? Ich sollte doch eigentlich mit einem Baum reden und niemanden. Ich hatte nicht erwartet, dass Professor Drake alles uns überlässt. Professor Drake erwartet grob dazu. Ich will nichts wissen. Vielleicht kannst du einen von den Kampfhörnern stehlen. Du musst nur ein paar besiegen. Ja, das sollte reichen. Ich muss ein Kampfhorn besiegen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Vielleicht eine Mischung aus einem Kampfhund und einem Einhorn. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber bevor ich jetzt dieses Zeug mache, gehe ich mal in diese Grotte. Die interessiert mich. Jetzt ganz ehrlich. Quatsch. Ich will ja nicht in das Haus. So. Hey. Minotaurus? Ist ein Minotaurus? Sehr witzig. Hä? Hä? Ach, das sind. Diese Minotaurus heißen Kampfhörner. Naja. Das ist. Naja, über den Namen lässt sich. Bei dem Aussehen und bei der. Ja, bei der, also über den Namen lässt sich streiten. So, das Kampfhorn. Ich benutze ab jetzt mal ganz viele Schilde und mache danach einen leichten Todeszauber. Wie lange geht das denn noch? Ist ein bisschen Quatsch, dass ich das sage, weil es geht erst seit gerade. Tja, wie auch immer.
Ich hoffe, dass mein Zauber nicht verpatzt wird. Dann kann ich einen leichten Zauber einsetzen und dann ist er automatisch tot. Yeah. Dann nehme ich noch einen etwas stärkeren und dann ist er auf jeden Fall kaboom tot. Wetten? Also wetten, ich rede mit Zuschauern und die können sowieso nicht wetten, ja oder nein. Vor allem, weil das jetzt vorbei sein wird. Und es gerade sowieso beendet wurde. Das ganze Zeug wurde nämlich verpatzt. Was sind die eigentlich? Ach so, die sind Mythos. Dann sollten sie wenigstens Minotaurus heißen, weil das ist eine Sache, die zutrifft. Echt. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt aus dem... Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Nein, das da mache ich. Ich nehme lieber die Fee mal kurz um. Hä? Oh Mann. Toll! Ich bin tot. Oh mein Gott. Wie teleportiert man sich? Das wüsste ich mal gern. Teleportieren wie... Wie teleportiert man sich? Das weiß ich jetzt echt nicht. Dann... Oh, Wizard City Einhornweg. Dann gehe ich mal dahin. Dann habe ich auch was nahes. Beziehungsweise dann habe ich was in der Nähe. Nur, dass ich gerade besiegt wurde, ist ein bisschen kacke. So, wir beenden diese Folge einmal, da ich mir den Timer nicht gestellt habe. Wie in den vorigen Folgen und dann weiß man echt nicht, wie lang die Folgen sind. Das heißt, tschüss.